Hallo und herzlich willkommen in Paris zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Ich bin auf dem Weg zu einer Kokarde für den Anfang. Danach schaue ich nochmal auf die Karte, was wir denn so machen. Und ihr seht schon, ich habe die Monturen abgelegt. Wir hatten keine Montur mehr übrig, die wir noch nicht getragen haben. Und jetzt laufen wir einfach wieder in den Klamotten rum, die wir halt ausgerüstet haben. Also quasi in Arnauds eigenen Sachen. So, und jetzt schaue ich noch gerade auf die Karte. Ich glaube, wir sind nämlich noch hier hinten in der Ecke, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und hier ist nicht so besonders viel los, muss ich sagen. Hier ist noch eine Truhe, aber irgendwie in dem Stadtteil selber. Wir könnten vielleicht den Gesellschaftsclub hier renovieren. Da gibt es ja dann auch immer irgendwelche Aufgaben noch zu erledigen, also irgendwelche Quests. Das wäre mal eine Idee für den Anfang. Ansonsten sieht man unten links in der Ecke, interessanterweise, es gibt hier zwei Pariser Geschichten, die sind aber beide noch nicht aufgedeckt. Also da werden wir wahrscheinlich vorher noch andere erst machen müssen. Und die nächstgelegenen Pariser Geschichten, das sind die hier oben, die sind alle Stufe 5. Und da bin ich mir gerade noch nicht so sicher, dass ich die machen sollte. Hier im Nachbarstadtteil ist irgendwie auch nicht besonders viel los. Hier ist noch ein mysteriöser Mordfall, aber da haben wir ja gerade erst welche gemacht, die auch relativ lang gedauert haben, also der letzte zumindest. Von daher würde ich sagen, nehmen wir uns mal des Gesellschaftsclubs an. Nee, jetzt nicht. Was? Was ist denn da noch markiert? Warum ist denn da noch eine Aufgabe markiert? Ich habe den Gesellschaftsclub da unten markiert und da ist noch irgendeine Pariser Geschichte. Das ist merkwürdig. Ich möchte aber zu dem Gesellschaftsclub. Naja, schauen wir mal. Wir haben übrigens einen Fortschritt mittlerweile von 30%, habe ich eben gesehen. Also 30% des Spiels abgehakt und erfüllt. Naja, es ist, was haben wir? Folge 58. Oh, ouch. Das war ein tiefer Sprung. Fall, keine Ahnung. Und das hätte im Real Life echt wehgetan, glaube ich, sich so an der Laterne dran zu hängen. Hätte man sich bestimmt die Schulter ausgekugelt oder so. Ja, also Folge 58 und wir haben einen Fortschritt von 30% im Spiel. Also eigentlich noch nicht mal so genau ein Drittel. Man sieht also schon, es gibt noch jede Menge zu erledigen. Och, wie weit ist denn das weg? Das war doch gar nicht so weit. Ich glaube, ich hätte einfach nur über die Straße laufen sollen. Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ach komm. Das macht doch keinen Blödsinn. Also manchmal. So, wir nähern uns der Sache. Was ist denn das für eine Geschichte, die da noch markiert ist? Die ist auch nicht in diesem Stadtteil, die ist zu weit weg. Keine Ahnung, ob ich mir die irgendwann mal angesehen habe. Ich weiß aber nicht, warum die markiert ist. Das irritiert mich ein bisschen. Okay, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, aber da unten ist... Anno! Oh, das, also manchmal, der ist nicht der cleverste, habe ich den Eindruck. Aber das sind die Sportlichen ja selten. Vorurteil. Ach, verdammt. Ist die blöde Tür noch zu. Und hier gibt es keinen offenen Durchgang, oder? Wollt ihr mich veräppeln? Doch, da. Oh, was malt er hier? Naja. Naja. Und was steht hier? La Liberté. Ola Mord. Ja, ich spreche kein Französisch. Ich habe es schon häufig genug erwähnt. Es wird was mit Freiheit und Tod wahrscheinlich zu tun haben. Vielleicht heißt es sowas wie Freiheit oder Tod. Freiheit oder den Tod oder sowas. Wo gehst du hin? Oh Mann, wo ist denn... Wie komme ich denn darüber? Hier gibt es keine offenen Durchgänge. Meine Güte. Bürger, bleib stehen. Muss ich doch wieder oben drüber. Bestimmt schießen die jetzt auf mich. Bleib da stehen. Versuch's, mein Gebet.
wegemäßig ist das echt eine mies geplante Stadt hier. So. Jetzt aber. Auch hat die einen hübschen Hut. Ne, das waren so Federn, ne? Die hatte so Federn auf dem Kopf. So, da sind wir endlich. Ja, ich möchte renovieren. Ja, schick. Dann schauen wir doch direkt mal nach oben, was wir da für Aufgaben haben. Sind wahrscheinlich wieder ganz oben. Jawohl. Hatz auf den Hetzer. Schwierigkeit 3. Dann, was haben wir hier noch? Das Kabinett Noir. Schwierigkeit 4. Hatten wir das? War das nicht? Hatte das nicht was mit unserem Mordfall zu tun? Und der Verräter der Königin. Schwierigkeit 5. Oh yeah. Schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten. Mhm. Schon klar. Ja, dann fangen wir erstmal mit der leichteren an, würde ich sagen. Hatz auf den Hetzer. Ein Attentat auf den Aufwiegler verüben, der sich für politische Hinrichtungen ausspricht. Mhm. Mitglieder der politisch moderaten Girondisten werden hingerichtet. André Guzman, der Name kommt mir bekannt vor. Ist das eine historische Persönlichkeit, die man kennen sollte? Naja, auf jeden Fall ein außerordentlich erfolgreicher Hassredner gegen die Girondisten soll dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Guzman findet man meist in den Gärten des Louvre, wo er die Menge aufwiegelt. Der Rat. Okay, dann werden wir den Guzman mal finden. Wo ist er? In der Richtung. In den Gärten des Louvre. Schönes Wetter heute hier. Schöne Aussicht, schönes Wetter. Gefällt mir. So, ich hoffe, wir kommen hier durch. Ja. Sieht gut aus. Oh, ist hier was los. Leute, aus dem Weg. Viel zu viele Menschen auf den Straßen. So. Hey! Was? Habe ich was getan? Ich bin nur hier lang gelaufen. Ich sehe gerade nichts. Der lief hier gerade mal so völlig unbeteiligt rum, oder was? So. Autsch. Das hat wehgetan. Entschuldigung, Lady, ich wollte sie nicht begrabbeln. Auch wenn sie sich gerade sichtlich darüber freut. Jemand verletzt? Was soll das alles? Der liegt aber auch mal wieder sehr bequem da. Was geschieht hier? Was ist los? Nichts ist los, seht ihr doch. Es ist überhaupt nichts passiert. Das ist alles eine Illusion. Eh bien, ta mort ne date pas d'hier. Boah, quel planteur. Noch mehr Ärger. So, dann finden wir mal unser Opfer.
Da vorne ist er doch schon. Aber die Girondisten waren nie moderat, meine Freunde. Ich frage euch, wie moderat ist denn zum Kriegsaufzug? Was? Warum haben die mich schon wieder direkt gesehen? Was habe ich denn getan? Ich bin hier ganz unauffällig. Boah, vor lauter Menschen sehe ich gar nicht meine Gegner. Verdammt, da war ja auch noch einer. Den da drüben soll ich töten, der hat auch noch eine ordentliche Lebensanzeige hier. Der scheint sich also eventuell sogar zu wehren. Obwohl, besonders wehrhaft sieht er nicht aus. Dann geht es wahrscheinlich eher um die ganzen Wachen hier als Schwierigkeit. Boah, Leute. Werdet mal nicht zänkig jetzt. Nein, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Schießen ist unfair. Du da. Oh, voll das Riesengemetzel hier. Voll das Massaker. Da, schießen ist unfair, merkst du? Ich habe gleich keine Medizin mehr, wenn das so weitergeht. Nicht schießen! Kommen auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Oder die sterben einfach nicht. So schießt man richtig. Nein! Alter, was war das denn? Das ist aber schon ein anstrengender Kampf hier, muss ich ja mal sagen. Und jetzt haben wir auch noch Extremisten hier. Kommen die jetzt auch noch an? Ja, natürlich kommen die jetzt auch noch an. Komm, dann machen wir die auch noch, nachdem wir die ganzen Wachen erwischt haben. Gucken wir jetzt noch, dass wir die Extremisten hier fortkriegen. Nicht schießen. So, darf ich jetzt endlich mein Opfer töten? Obwohl, nee, erstmal plündern wir jetzt in aller Ruhe. Der bleibt ja da in Ruhe stehen. Bestaunen wir unser Werk. Das ordentliche Massaker hier. Oh nein, die Leichen verschwinden schon. Ich habe noch gar nicht geplündert. Jetzt sind die ganzen Wachen schon verschwunden. Ist ja assi. Ich brauche doch Medizin, jede Menge. Oh, wo habe ich dem denn jetzt... Oh, wo habe ich ihm denn jetzt hingeschlagen? Ui. Ja, Medizin. Ja, davon habe ich jetzt gerade ordentlich verbraucht. Also ist ganz gut, wenn ich jetzt ein bisschen was einsammle hier. Ja, noch mehr Medizin, sehr gut. Oh, der lächelt sogar. Habt ihr das gesehen? Der sah eigentlich ganz zufrieden aus. Ich glaube, der wollte, dass ich ihn töte. So. Hier liegen auch noch ein paar Opfer. Die habe ich aber, glaube ich, nicht selbst gekillt. Das waren hier die umstehenden Bürger. So, zu dir komme ich gleich, Kollege. Ach Mist, das waren jetzt wieder mehr, als ich gedacht hätte.
Der ist aber hartnäckig. Nein! Boah! Das war sowas von knapp. Ist der aggressiv? Das hätte ich nicht machen sollen, die anzugreifen. Das war dumm. Gott. Bin jetzt schon ein bisschen nervös geworden. Ich dachte, ich sterbe jetzt echt noch, bevor ich mich um das eigentliche Opfer hier kümmern kann. Das eigentliche Ziel. Oh, und schon wieder nur 3 Medizin. Jungs, gebt mir Medizin. Gib mir Stoff, ich brauche ihn. So, jetzt aber. Hallo, junger Mann. Das ging schnell. Oh nein. Stirb schneller, bevor der nächste ankommt. Ach komm. Jetzt reicht's aber langsam. Nein, jetzt hock dich doch nicht auf den Stuhl drauf. Mann. Was ist mit dir los? Was hast du getan? Ich habe keine Munition mehr. Fällt mir gerade auf. Hat man mir auch gerade gesagt. Per netter Einblendung. So. Das Massaker hätten wir erledigt. Oh, eine Kokarde. Hier ist irgendwo eine Kokarde. Können wir ja eigentlich mal schnell mitnehmen. So, wo ist sie denn? Stimmt hier irgendwo in den Bäumen? Ach, da vorne. Na, das war ja sinnvoll. Komme ich da irgendwie auf den Baum rauf? Jupp. 9 von 15 in diesem Bezirk. So, wo sind wir jetzt? Oh, hier haben wir noch Truhen. Und da ist auch noch eine Kokarde. Ja, mein Controller ist bald leer. Gut, dass ich noch Batterien rumfliegen habe. Hoffe ich jedenfalls. Sag ich einfach mal so, aber ich glaube ja. Müssten wir noch welche haben. Außerdem kommt der Hinweis eigentlich recht früh bei der Xbox. Also bei der One. Wenn der das erste Mal sagt, oh, hier, Batterien, schwach, dann kannst du immer noch 20 Stunden spielen. Aber ich glaube, der Hinweis kam auch schon häufiger. Ich muss wieder nach unten. Ich gehe mal auf die andere Seite. Natürlich, auf der Seite ist aber wieder keine Tür offen. Halt! Freund. Ups. Oh, schlecht. Reicht's jetzt?
Hier liegen aber auch ein paar Tote rum. Das war ich nicht. Das sieht ein bisschen rosa aus hier. Alles klar. Sieht ein bisschen albern aus. So, jetzt versuche ich noch an die Kiste dran zu kommen. Irgendwie. Und dann war es das ja auch schon wieder. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Gerade mal die kleine Kaffeemission da gemacht. Huch. Hallo, die Damen. Lasst euch nicht stören bei eurer Zweisamkeit. Ach Mann, wie komme ich denn da... Ach, das ist noch weiter unten irgendwo. Das ist wahrscheinlich unterirdisch, kann das sein? Verdammt. Das habe ich ja jetzt nicht gedacht. Dass das auch noch so aufwendig wird hier. Aha. Gefunden. Ja, und jetzt wird draußen auch wieder eine Kokarde angezeigt, an der ich vorbeigelaufen bin. Ja, komm, holen wir die auch noch schnell. Das heißt, falls ich den Ausgang finde. Wo war das Ding jetzt? Mist. Ach so, hier drüben. 4 von 6 haben wir bisher. Das ist dann die 5. Und ist hier noch eine? Nee, das ist ein Artefakt. Müssen wir die 5. auch noch finden. Die 6. auch noch finden. So, wo ist das Ding? Was? Bin ich jetzt total blind? Ach, auch irgendwo da unten. Aber ganz weit unten. Verarsch mich doch nicht, das Ding ist auch unterirdisch. Jetzt habe ich natürlich gerade keinen Abstieg in der Nähe. Außer den, wo ich gerade sowieso herkam. Und den da vielleicht. Ich überziehe mal wieder ein bisschen, ne? Habt ihr ja nichts dagegen. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ach komm. Oh, ich komme mir verarscht vor. Hallo? Okay, ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich glaube, das sollte ich lassen. Ich mache das wohl in der nächsten Folge, würde ich sagen. Schauen wir mal, dann suche ich mir da irgendwie mal einen Eingang nach unten und so weiter. Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann!